Hi, willkommen zurück zu Animal Crossing Pocket Camp. Wir haben 3 Dosen von irgendetwas als Login-Bonus bekommen und 20 Bloodbongs. Nice. Gefällt mir. Bloodbong bezahlen, um ein Crafting-Projekt schneller abzuschließen. Danke sehr. Habe ich das nicht schon mal am Anfang des Spiels gemacht, oder? Doch, habe ich gemacht. Nur ich glaube, ich... Warte mal kurz. Es kann sein, ne? Ich glaube, am Anfang des Spiels, im ersten Part direkt, habe ich doch eine Aufgabe erledigt. Oder war es im zweiten Part? Irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich dort eine Aufgabe erledigt, die halt besagte, ja, schließe ein Crafting-Projekt schneller ab und keine Ahnung. Jetzt dachte ich halt, okay, dafür hätte ich ja auch eigentlich dann schon Bloodbongs als Belohnung kriegen können, aber ist egal. Ist egal. Oh, was habe ich bekommen? Keine Ahnung. Kudos from... Was auch immer Kudos heißt, aber hey. So, habe ich irgendwie Freundschaftsanfragen bekommen oder so? Mal sehen. Ja. Nein. Okay. Gut. Wir haben uns im letzten Part hier mit unserem Dorf beschäftigt. Oder mit... Was heißt Dorf? Also mit unserem... Campingplatz und haben halt mit diesen Lattenzäunen, so nenne ich es jetzt einfach mal, probiert, eine Wand zu errichten. Aber wie ihr sehen könnt, die äußeren Wände hier, die quasi vertikal stehen, die bekomme ich nicht ganz ans Ende des Bereichs dran. Und das ärgert mich halt schon ein bisschen, weil ich mir denke, so, was soll das? Das macht keinen Sinn. Deswegen probiere ich jetzt noch mal ganz kurz, diese umzustellen, aber ich habe da gerade echt keine Hoffnung, weil, guckt euch das an. So, genau diese bekomme ich, bekomme sie nicht ans Ende und das macht einfach absolut keinen Sinn, weil eigentlich dürfte ich sie ja irgendwie ans Ende stellen können, aber leider funzt das nicht, weil, keine Ahnung. Ich meine, hier klappt's ja auch. Also ich denke mal, es ist halt so, weil hier halt das Gebiet aufhört und deswegen, ja, doof gelaufen. Da müsste ich halt nochmal gucken, dass ich das, alles hier eins weiter nach vorne schiebe. Ist halt auch ärgerlich, aber hey. Und jetzt mal ehrlich, allzu geil sieht das jetzt auch nicht aus. Leider. Das ist halt echt ärgerlich, aber naja, gut. Ja, komm, ich würde das Ding ganz gern bewegen, aber das Spiel gönnt manchmal nicht. So, ich würde das... Hallo? Ich bewege das Teil doch... Hallo? Alter, ist das schwergängig, Mann. Das sieht halt auch echt kacke aus. Ich bin halt überhaupt nicht zufrieden, ehrlich gesagt. Absolut nicht. Dann lasse ich das frei. Weißt du was, dann lasse ich das frei. Das ist jetzt egal. Komm, weg damit. Da haben wir hier halt mehr Platz und so. Und ganz ehrlich, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht, weil... Die Hängeschaukel... Und so. So eine Art. Ja, das Ding ist ja so. Hängeschaukel, Topf und Grill. Das ist ja schon fast eine Wand. So, da kommt man ja auch nicht durch. Also ist das schon in Ordnung. Ich könnte auch überlegen, quasi hier noch einen weiteren Grill hinzustellen. Da hätten wir quasi hier dann eine komplette Abriegelung. Aber vielleicht kann ich da irgendwas anderes hinpacken. Mal sehen. Na gut, das soweit dazu. Das speichern wir jetzt mal. Mal gucken, wie es so im Finalen aussieht. Ja, das ist in Ordnung. Klar, man kann hier durchgehen, aber... Aber hey, das Spiel gönnt mir nicht, das hier so zuzumachen, wie ich das möchte.
weil das Gebiet dafür zu klein ist. Aber ganz ehrlich, so, da hätte das Spiel doch eigentlich eine halbe Länge mehr geben können, wenn sie genau wissen, okay, da vorne waren ja auch schon drei Lattenwände, wisst ihr? Und wenn man eigentlich mal so logisch agiert, so, hätten die Entwickler ja auch sagen können, okay, so, wenn die Spieler das hier zubauen möchten, quasi ummauern möchten, geben wir denen quasi einfach eine halbe Länge mehr, damit sie das halt so platzieren können. Das hat das Spiel aber nicht gegönnt. Leider. Also ich will damit sagen, wenn du selbst hier diese Mauer, die vertikal steht, also die hier, wenn du die perfekt an die Mauer kriegst, also quasi, wenn die genau aneckt, so 90 Grad Style, ne? Wenn die vertikale Mauer halt perfekt an der horizontalen Mauer anliegt, was heißt perfekt, da ist auch noch ein bisschen Luftlücke zwischen, aber ihr wisst, was ich meine. Nicht so wie hier, wo dann irgendwie so eine halbe Länge Platz gewesen ist und Luft gewesen ist zwischen den vertikalen und horizontalen Lattenzäunen. Keine Ahnung, das hätte man auch auf der anderen Seite aus so handhaben können. Weil, wie gesagt, du platzierst ja doch drei Zäune und die waren auch, glaube ich, schon alle drei vorplatziert, die oberen. Und du hättest eigentlich so von der Spielseite her diese Lattenzäune auch so runterstellen können. Aber hey, das Spiel gönnt nicht. Ich hoffe, ihr versteht meinen Standpunkt, aber naja. Ha, das ist halt schon richtig ärgerlich, aber hey. Was gibt's denn heute so zu machen? Wir können mal ganz kurz bei dem Marktplatz vorbeischauen, was denn da jetzt so alles Schönes Neues steht. Mal gucken, was haben wir denn hier im Angebot? Oh. Oh. Ein grauer Packer. Beziehungsweise, wie nennt man das immer? Kapuzenpullover. So. Gib mir den mal. Das passt zur jetzigen Jahreszeit auch ganz gut. Dann gönnen wir uns den und sind cool. Jawohl. Da ist sogar eine Jeansjacke. Wie teuer ist die? Boah, 5000, Alter. Dann ziehen wir uns jetzt mal diesen Kapuzenpulli an. Ja. Ich bräuchte halt nur mal eine neue Hose, aber die haben hier irgendwie nie Hosen im Angebot. Schon ärgerlich. Na gut. Weg hier. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Butch. AKA deutscher Name, habe ich keine Ahnung. Wie viele Items haben wir denn gerade so frei? Wie viele können wir aufheben? Nicht viele. Ah, dieses Spiel, ne? Es beschränkt einen so krass, von Anfang bis Ende. Hammerhart. Oh, was heißt denn mal awful? Schrecklich oder wie? Was heißt denn mal awful? Jedenfalls bist du ein glänzender Camper. Du musst neu hier sein, oder? Entschuldige, ich hab das nicht so gemeint. Ich bin ganz neu in diesem ganzen Camping-Gedöns hier. Aber heißt awful nicht echt schrecklich? Alter, was ich an Apple hasse, ne? Wenn ich awful schreibe, dann soll es nicht abfüllen heißen. Mit dieser Autokorrektur. Schrecklich, ey. Ja, awful heißt halt echt wirklich schrecklich, oder? Ja, geil. Danke für die Beleidigung, Butch. Ich hasse dich auch. Mal so nebenbei, du Sau. Aber okay. Vielleicht sollten wir uns zusammensetzen und mal was machen. Weißt du, was ich meine? Ja? Unsere Geschichten gegenseitig hören und so, ja, du weißt, Bruder. Ja, ich weiß. Oh ja, kann ich dir mit irgendwas helfen oder so? Reden wir erstmal ein bisschen. Hey Kindchen. Wie geht's deinem Campingplatz, hä? Ist alles okay und so? Ist alles schön smoothly? Denn, wenn du jemals Hilfe brauchst, dann renn nicht weg.
Geh zu Melinda und frag sie. Sie hat mich mehr durchlöchert als Schweizer Käse. Okay. Hat sie eine Pistole rausgeholt und hat dich angeschossen, oder was? Du miese Schwein! So. Geben wir ihm mal den Käfer. Ich meine, er war schon extrem unhöflich, aber hey. Oh, danke, Mann. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen, Mann. Geil. Und damit sollten wir auch gleich wieder mit dem Level-Up gehen. Und das heißt, wir gehen auch mit Erfahrungspunkten davon. Und ja, Level-Up wird das bei uns wahrscheinlich nicht werden. Aber heute ist unser Ziel, Level 8 zu erreichen. Hey, was geht ab? Ich mag dich, danke dir. Mhm, danke. Ja, echt gut. Also ich glaube, wir könnten gleich echt Level-Up gehen, Mann. So, hier hast du deinen Schmetterling. Boah, danke, Mann. Echt krass, ey. Ich merke das schon. Oh, Mann. Du erweckst mir die Gefühle, die ich schon lange nicht mehr hatte. Danke, Mann. Gerne doch. Das habe ich schon bei mehreren so hinbekommen. Also, hi. Und du willst noch was haben? Du bist so ein Schwein. Hier, dann mal kurz hier die drei Fische an dich. Boah, du bist echt genial, Ich dachte, du willst mich jetzt hier abziehen, oder was? Nein, alles auf meinen Nacken. Gönn dir. Boah, du hast mir das gebracht, was ich brauchte. Du hast mir das gebracht, was ich brauchte. Ha. Das mag ich bei dir. Du bist echt ein Bimbo. Man gibt dir eine Aufgabe und du erfüllst sie. Das ist echt lächerlich. Ja, wenn du das sagst. Bitteschön. Ja, Level Up! Bunny kann kommen. Oh, wie heißt die denn nochmal? Ich glaube, ich kenne sie sogar. Na gut. Dann gönnen wir uns mal kurz hier wieder die Belohnung. Krass, ey, schon 200 Bloodbongs, ey. Wir sind echt gut drauf. Wir sind drauf und dran, rich zu werden in diesem Spiel. So, was gibt's denn noch so zu tun? Ah, wir könnten ja hier hingehen. Haben wir denn schon... Gut, anscheinend wollte uns hier keiner helfen. Auch cool. Ich habe im letzten Part ja alle angefragt. Keiner hatte Bock. Danke euch. Ihr seid echt die Besten. So, aber hier, ich glaube, mit dem hatten wir auch noch nicht das Vergnügen. Deswegen gehen wir mal zu ihm. Zu Lilly. Oder zu ihr, besser gesagt. Ja. Na? Du alte Pausbacke, was geht? Hallo. Es ist schön, jemanden zu sehen, der auch hier herumwandert, ja? Ich hoffe, dass deine Reise genauso schön ist wie meine, ja. Doch, alles gut. Ich kann nicht klagen. Ja. Oh, ich suche gerade die Umschreibung für By the Way auf Deutsch. Was heißt denn auf Deutsch? By the Way. Ich weiß, was auf Deutsch heißt, aber ich finde die Wortbeschreibung, also ich finde genau diesen Satz dafür nicht. Die Wortumschreibung. Nebenbei, ja, genau, stimmt. Oh, nebenbei. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ja, erzähl mir eine Geschichte. Ah, ich habe mich versucht hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Und zwar, nahe der Windmühle, aber es hat ziemlich schlecht geendet. Es hat ständig meine Seiten nach vorne geblättert und... ich habe vergessen, wo ich war. Na, ich schätze, ich muss... wohl wieder von vorne anfangen. Ja. Das ist mies. Ja, bitte red uns, Kai. Ja, kannst du bitte das an dich nehmen? Dankeschön.
Du hängst mir schon in den Ohren damit. Ah, danke schön, das ist sehr nett von dir. Ja, ja, ja. Wie die alle immer das Gleiche sagen, ja. Ah, Variation, ich liebe es. Ah, vielen Dank. Plötzlich fühle ich mich, als wäre alles möglich, ja. Ja, das denke ich mir auch. Doch, doch, doch. So, und sie möchte einen weiteren Schmetterling haben. Aber bist du hier, um mich zu sehen? Ja, aber nur, um dir das hier zu geben. Ja. Ah, du hast mir das wirklich gegeben? Ah, ich muss das glücklichste Mädchen auf der Welt sein. Ja? Insekten? Have so much going on, visually speaking. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dieser Dialog kam schon mal von einem anderen Tier, aber ich sag's trotzdem nochmal. Ja? Insekten müssen so viel zu tun haben und machen so viel, ja? Die Art, wie sie sprechen und so. Sie haben so viele Variationen. Was auch mal Patterns heißt. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, schon mal nachgeguckt, aber... Aber hey. Sie haben Muster. Und dann sind manche weich, manche sind hart. Es gibt so viele Variationen. Hey. Wie wäre es denn, wenn wir zeichnen? Ich hole mir mal kurz meinen Zeichenblock und dann... Zeichnen wir die ganzen Insekten einfach in Grund und Boden. Ich male mit Lilly. Ja, ja. Bla, bla. Ah, ihr merkt so langsam, ne? Dieses Spiel. Oh. Es dreht sich auf der Stelle. Vielen Dank dir. So, ich glaube, so jemand wie du muss eine Menge an Freunden haben. Würde ich jetzt nicht sagen. So, da fehlt mir jetzt der Fisch für. Ja, das ist natürlich doof. Das ist ziemlich doof. Na gut. Ich würde jedenfalls sagen, dass wir jetzt den Part beenden und beim nächsten Mal weiß ich, was wir machen. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Macht's gut. Haut rein. Ciao.